Hola, buenos días. Dieses Mal wieder aus Lanzarote. Ich bin zurück wieder auf meiner Insel und freue mich heute unwahrscheinlich, weil ich heute die absolut tolle Edeltraud Breitenberger bei mir im Gespräch habe. Edeltraud, wir haben uns vor ganz vielen Jahren, als ich noch am Ammersee gelebt habe, kennengelernt und dein Thema ist so ein wichtiges, spezielles Thema, das natürlich auch zu mir passt, mit dem ich mit meinen Kunden arbeite, und zwar das Thema Haltung, weiblicher Gang, Absatzschuhe und alles, was so drumherum gehört. Liebe Edeltraud, herzlich willkommen bei mir in meinem virtuellen Raum. Liebe Elisabeth, herzlichen Dank. Vielen Dank für deine Einladung. Es freut mich total, dass wir uns auch so wiedersehen und dass ich über meine Expertise bei dir sprechen darf. Ja. Es liegt mir einfach wahnsinnig viel daran, dass Frauen ihre Weiblichkeit leben, dass Frauen stolz auf sich sind, dass sie sich präsentieren können, dass sie das auch genießen können, ja, mit einem schönen weiblichen Gang. Und das ist natürlich, du weißt, trägst ja selber auch gern hohe Absätze. Mit hohen Absätzen ist es natürlich noch besser möglich. Aber das Tolle ist, wenn man mal einen Gang auf hohen Absätzen gelernt hat, dann kommt so viel Bewusstheit in den Körper, dass sich ja dann auch der Gang auf Ballerinas zum Beispiel oder auf Flaggenschuhen auch verändert hat. Weil wenn man die Klaviatur gelernt hat, weiß man auch, wie man Fuß aufsetzen muss, weiß man, wie man die Hüfte bewegt, weiß man auch, wie die Brust, was die Brust. Dass die Brust halt, ich sage immer, die Brust betritt zuerst den Raum und nicht so rundrückenmäßig und sich verstecken. Ja, das liegt mir halt so sehr am Herzen. Ja, darum passen unsere zwei Themen einfach so, so gut zusammen, Edeltraud. Ich weiß, damals, wir haben uns auch in einem Frauenbusiness-Netzwerk kennengelernt und ich war damals auch bei dir in einem Workshop. Und was ich so klasse fand, du hast es ja schon gesagt, ich bin immer in Heels unterwegs und wechsle sie auch während des Tages von verschiedenen Absatzhöhen. Aber du hast damals mit uns eine Übung gemacht, wo wir waren, wie wir einfach mehr Aufmerksamkeit auf unsere Füße bringen, weil Fakt ist, sie tragen uns durch unser ganzes Leben, im Idealfall natürlich. Und du hast uns gezeigt, wie wir sie eincremen, wie wir sie massieren. Und das war einfach auch etwas, wo man dachte, wow, ja, hat sie eigentlich vollkommen recht, die Edeltraud. Wir sollen uns mehr unseren Füßen widmen, weil sie einfach so wichtig sind. Die Schuhe sind natürlich dann dasjenige, wo man es dann umsetzt. Aber das Ganze, wie du es so schön beschrieben hast, Klaviatur, das finde ich ganz, ganz toll, weil ich habe so oft, wenn Kundinnen zu mir kommen, die sprechen mich natürlich alle immer an auf meine High Heels. Jetzt nicht mehr so viel, weil ich natürlich jetzt so viel online unterwegs bin, aber als ich noch im Hotel mein Ladenlokal hatte, war das Thema immer, wow, du bist immer in Heels unterwegs, ich kann damit nicht gehen. Und jetzt gebe ich gleich das Wort wieder an dich weiter, weil das ist wahrscheinlich eine der häufigsten Aussagen, die ich bekomme von meinen Kundinnen. Was sagst du, wenn die Frauen das bestimmt natürlich auch zu dir sagen, Edeltraud? Ja, absolut. Das ist ein ganz wichtiges Thema, Elisabeth, weil die Füße ist ja auf denen stehen wir, ja. Die sind oft vernachlässigt. Wir denken ganz oft an unser Gesicht, dass alles schön passt und cremen uns ein. Aber die Füße werden ganz oft vernachlässigt. Aber wenn man auf hohen Absätze gehen möchte oder wenn man überhaupt la lange gesunde Füße haben möchte, ist einfach ganz wichtig, sich um die Füße zu kümmern. Es gibt so viele Bewegungsmöglichkeiten, so viele Übungen und mir ist es ganz wichtig, die überhaupt erst zu zeigen. Das ist für mich das Allerwichtigste erstmal, dass die Füße beweglich werden, dass ich weiß, wie ist ein Fuß aufgebaut zum Beispiel. Einfach mal, dass ich mal so ein bisschen hineindenke, damit der Fuß einfach die Füße die Wichtigkeit bekommen und somit und letztendlich dann, wenn wir dann auf die Schuhe kommen, dass sich der Schuh dann auch mit dem Fuß verbinden kann. Und da ist natürlich auch wichtig, die richtigen Schuhe zu kaufen. Nicht unbedingt so 12 cm hohe Absatzhöhen ist gar nicht nötig, sondern auch mit 8 bis 10 cm oder mit 6 cm kann man schon einen schönen Gang haben. Wenn man auch wirklich den Körper richtig bewegt, wenn man die Füße schön setzt, wenn einfach sag ich mal, zum Beispiel die Knie nicht so weit auseinander sind, wenn ich dann weiß, wie ich die Hüfte bewegen kann, ja, das ist, aber die Füße und die Schuhe ist die Grundvoraussetzung dafür. So kann ich dann natürlich auch nach oben gehen, ja, das ist ganz wichtig. Und,
Die Haltung, finde ich, verändert sich automatisch auch. Das, wie gesagt, nachdem ich, also ich mache immer das Extrem, ich bin wirklich in den Heels unterwegs, gehe aber auch sehr, sehr viel barfuß, auch bei uns barfuß. Wir haben ja auf Lanzarote diesen Beacon, der ist schon ein bisschen eine Herausforderung, weil das sind so wie so kleine Steinchen. Und ich bin dann auch sehr viel in meinen Bergschuhen unterwegs. Wenn ich dann aus meinen High Heels rausgehe, gehe ich in die Bergschuhe und gehe bei mir gleich auf den Vulkan. Also ich schaue schon immer, dass ich so, ja, beide Höhen quasi lebe. Also einmal mit wirklich flacheren und eben dann auch wieder mit Absatz. Und die Haltung ist für mich so wichtig auch zum Thema Weiblichkeit, weil das ist ein großes Thema in meinem Beratung, ist immer, was die Frauen sich gerne wünschen, wo sie gerne stehen würden am Ende von unserer Arbeit. Und diese Frage stelle ich jeder meiner potenziellen Kundinnen. Und es kommt ganz oft, als ich noch in Deutschland war, aber jetzt auch wieder, nachdem ich ja auch viele internationale Kundinnen hatte, vorher in meinem Studio, im Hotel, jetzt aber natürlich auch wieder, ist das Thema Weiblichkeit, dass sie sich gerne femininer und weiblicher kleiden würden. Und oft scheitert es dann in dem, dass sie oft nicht wissen, wie sie das schaffen, und dann natürlich auch wieder zum Thema Haltung und zum Thema Kleid oder Rock mit Schuh. Das ist auch immer dann so die Sache, welche Schuhe ziehe ich dann dazu an. Genau. Und was du vorhin noch gesagt hast, würde ich noch gerne dazu ergänzen. Es ist so wichtig, die Schuhe immer zu wechseln. Also immer wieder verschiedene Schuhe anzuziehen. Barfuß laufen kann ich total empfehlen. Und dann kann man auch mal wieder in festere Bergschuhe gehen und alles, ja. Aber das ist total wichtig. Es gehört einfach alles zusammen, finde ich. Mhm. Wenn ich dann auch mit meinem Körper, wenn ich den richtig spüre und fühle, kann ich natürlich das, was ich dann mir eingekauft habe oder was ich mir ausgewählt habe oder die Farben, die du vielleicht erarbeitet hast, kann ich die natürlich maximal präsentieren. Ja. Kann mich dann auch total wohlfühlen. Weil was nutzt denn ein schönes Kleid, wenn ich dann auch nicht weiß, wie ich das präsentieren kann. Da fällt mir gleich eine Braut, die Braut, die ich vor 13 Jahren gesehen habe. Ich war in einem Fünf-Sterne-Hotel und habe eine Braut gesehen und ich habe mir gedacht, boah, so ein tolles Kleid, schaut so toll aus, und war ganz hin und her gerissen, weil ich Bräute ja immer wirklich sehr gern anschaue. Und als sie aufstand, ging sie dann mit einer gebückten Haltung, breitbeinig, sie hat dann ihren Schleier um den Arm geworfen, hat man auch ihre Knie gesehen. Aber es ging sie ganz unmöglich von dannen und ich war dann so enttäuscht. Es war für mich wirklich das Ausschlaggebende, dass ich dann vor 13 Jahren in der Volkshochschule in München einen Kurs angeboten habe und das ausprobiert habe. Und der Kurs war voll und somit habe ich dann meine ersten, dann die Webseite gemacht und so auf jeden Fall begonnen. Ja, aber das ist einfach, ich liebe es einfach, Frau zu sein. Ich meine, das sehe ich ja bei dir auch, diese Weiblichkeit zu leben und auch gleichzeitig, darum passt es ja auch so gut, Kleidung und auch die richtige Farbe oder auch das richtige Outfit auch zu wählen, ja. Mhm. Das finde ich auch ganz wichtig. Mhm. Ja, es gehört einfach alles zusammen. Es ist einfach so, das einmal gelernt zu haben. Ich habe heute Morgen gerade einen Beitrag geschrieben zum Thema Kleiderschrank. Wir wissen alle, wir haben alle 3 Meter nichts anzuziehen, wie das so nett eine aus meinem Netzwerk mal gesagt hat. Und genau darum bin ich hier, um das zu lösen, damit du einfach lernst, was sind deine stimmigen Farben, was ist dein Style, der zu dir als Persönlichkeit passt, zu deiner Figur, zu deinem Business, zu deinem Privatleben, einfach alles zusammen. Und da bin ich so leidenschaftlich dabei, weil ich weiß, die Frauen ziehen zwischen 15% und 25% ihres Kleiderschrankes nur an. Das dürfen die Männer gar nicht hören, weil da kriegen sie die Krise wahrscheinlich. Aber das ist ein Fakt. Das sind die Zahlen, die ich höre seit 20 Jahren. Gestern habe ich sogar gehört von einer, die hat gesagt, 5% ziehe ich nur an. Unglaublich, wie viel Geld, Emotion, Stress und Zeit in so einem Kleiderschrank steckt. Und es ist so schade, wenn man den nicht nützt, aber man muss es halt zuerst lernen, was für einen stimmig ist. Und wenn man das einmal gelernt hat, Edeltraut, gleich wie mit deinem Thema, lernt das einmal, ihr habt das Wissen für immer. Ganz egal, wie alt ihr seid, das Wissen über eure Farben, über eure Styles und das Ganze drumherum.
wie kombiniere ich das mit den Schuhen, aber eben auch diese Haltung, die du ja so vermittelst, die mir auch so wichtig ist. Gerade bei großen Frauen ist es oft so, die sich so ein bisschen kleiner machen wollen, weil sie sich einfach denken, sonst bin ich so, ja, zu präsent vielleicht. Ihre Brust, trauen sich ihre Größe nicht zu zeigen. Ja. Oft ist es ja auch sind uralte Geschichten im Leben. Absolut, ja. Entwicklungszeit, eine Frau ist die Größte in der Klasse und traut sich alles in kleiner und dann macht sie sich kleiner und das, später ist sie vielleicht ganz anders, steht gut im Leben, aber es hat sich so manifestiert, ja, dass sie immer noch den Rundrücken hat, ja, und das finde ich ganz, ganz schade, ja, weil es einfach so wichtig. Aber weil du vorhin gesagt hast, du reist ja auch sogar 4 Wochen mit einem Handgepäckkoffer, gell? Das ist ja schon phänomenal. Das kann man natürlich nur, wenn man genau die Farbe hat und wie man kombinieren kann. Genau, genau. Also das war für mich ehrlich gesagt auch ein Pilotprojekt, weil ich mir gesagt habe, okay, ich habe nicht genau gewusst, wie lange ich bleibe in Salzburg und München, aber so 3-4 Wochen war schon geplant, dass man es wirklich auch, das ist so mein Tipp gerade für jetzt, wo die Reisezeit wieder losgeht, diese 2 Basisfarben zu wählen. Und wenn man alles auf diese Basisfarben wählt, vielleicht noch eine 3. so ein bisschen als Accessoire, dann geht das ganz, ganz leicht und sich das wirklich genau durchdenken, was habe ich vor in dieser Zeit, habe ich Business-Meetings oder was mache ich freizeitmäßig. Es ist wirklich möglich, sich so zu einzuschränken, was für mich klasse war, weil es wirklich ein Versuch für mich selber war. Weil ich gebe diese Kurse ja seit Jahren, aber nicht mit Handgepäck. Ich gebe es einfach für einen Urlaub, für 7 oder 14 Tage Urlaub. Aber jetzt mal, das war für mich selber der Versuch. Es war sehr spannend. Das glaube ich, ja. Genau. Ja, Edeltraut, und du machst ja auch oder bist ja gerade mittendrin in deinem tollen neuen Werk. Erzähl uns davon, was in ein paar Monaten auf den Markt kommt. Ja, also ich bin jetzt dabei, mein Expertenbuch zu schreiben. Das wollte ich schon so lange machen, weil immer wieder fragen mich Frauen, möchtest du nicht ein Buch über deine Arbeit schreiben? Und ich bin dann nicht jemand, der gerne viel schreibt. Ja, also du könntest mich nachts um 3 Uhr wecken, da könnte ich sofort einen Workshop geben, ich könnte sofort die Fehler sehen, ich könnte sofort alles aus der Reserve ziehen, sage ich mal. Aber so mit Schreiben fällt mir nicht so leicht. Aber ich habe jetzt einfach begonnen und ich merke, es macht mir immer mehr Spaß. Und ich habe jetzt auch schon einen tollen Titel. Verrätst du schon? Bitte? Ich verrate den Titel. Genau, zumindest momentan steht er jetzt so fest. Und zwar, der heißt Dein starker Auftritt, ist der Haupttitel. Wow. Dann mein Slogan, gehen auf hohem Niveau, aufrecht, elegant und selbstsicher, von Sneakers bis High Heels. Super, super, das ist super. Dann der Untertitel, sodass man auch so ein bisschen weiß, dass es nicht nur um die hohen Absätze geht, sondern auch, wie gehe ich denn überhaupt, wie präsentiere ich mich. Ja. Mhm. Und das ist einfach, da habe ich jetzt wirklich meine ganze Expertise, mein ganzes Herzblut packe ich jetzt in dieses Buch, weil ich einfach möchte, dass Frauen das lesen. Ich freue mich natürlich, wenn da auch einige zu mir kommen, aber auch schon nur mit dem Buch kann man sich schon vieles erarbeiten. Ja, absolut. Und es ist, hast du schon ungefähr ein Gefühl, wann das auf den Markt kommt oder ist das noch offen? Also ich habe jetzt überlegt, weil ich habe auch eine ganz tolle Illustratorin, die macht mir ganz tolle Bilder, weil ich möchte nicht irgendwelche Fotos mit Übungen, sondern ich habe eine Illustratorin, die malt mir das auch. Und das soll wirklich ein schönes Buch werden. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass es schon jetzt September werden wird. Klasse. Bis es dann fertig ist. Und weil es einfach ganz viele verschiedene Themen hat. Ja, es ist Füße, Schuhe, Aufrichtung. Dann auch, was kann ich tun, damit ich lang fit bleibe, dass ich nicht älter, dass ich das älter werden, nicht unbedingt mit Botox aufrechterhalte, sondern auch mit einem gesunden weiblichen Gang. Auch überhaupt sich mal Gedanken zu machen, warum trage ich eigentlich hohe Schuhe? Was sind auch die Gefahren? Was soll man vermeiden? Mhm. Was sind die richtigen Schuhe, die ich kaufe? Also ganz, ganz viele verschiedene Themen. Ja, das ist echt schon eine Herausforderung, aber ich habe sie angenommen. Super, das freut mich. Das ist ja klasse. Da bist du mir im wahrsten Sinne viele Schritte voraus, weil ich auch schon über so viele Jahre immer wieder Kundinnen mich bitten, ich sollte doch ein Buch schreiben über Elisabeth Concept, wie man sich einfach mal einmal quasi gelernt aufstellt im Leben. Ich bin noch nicht so weit.
ich schiebe es immer und bei mir ist es so ein bisschen wie mit dir. Ich kann auch erzählen ohne Ende und auch arbeiten mit meinen Kundinnen. Das Schreiben ist so, ja, wahrscheinlich muss man sich da wirklich fokussieren und sagen, okay, das ist jetzt mein Hauptprojekt. Ich freue mich total auf das Buch und was mir auch immer so wichtig ist, dass die Frauen lernen, dass es möglich ist, sich einfach damit zu beschäftigen. Dass das nicht immer so ist. Und du hast in einem Gespräch mit mir mal gesagt, dass die Birkenstock, glaube ich, hast du gesagt, dass die überhaupt nicht wirklich so gut sind für uns. Ist das richtig? Ja. Habe ich das richtig im Kopf? Also Birkenstocks sind natürlich für sich schon mal gut, ja. Und ich finde es auch gut, mal Birkenstock zu tragen. Aber wenn ich jetzt immer nur bequeme wie Birkenstockschuhe trage, dann werden ja die Füße einfach faul. Mhm. Die verkümmern, da sind Muskeln, die verkümmern, mhm, und das tut den Füßen auch nicht gut. Es gibt sowieso überhaupt keinen Schuh, der wirklich gesund ist. Es gibt keinen Schuh. Es gibt so viele verschiedene Arten, auch nicht Barfußschuhe. Ich meine, Barfußschuhe sind natürlich schon auch gesund, wenn ich es dann auch trage, aber ich kann ja nicht mehr Barfußschuhe tragen. Mhm. Am besten wäre natürlich wirklich barfuß zu gehen, aber barfuß können wir ja nicht, wir sind eine zivilisierte Gesellschaft. Und darum ist halt wirklich gut, verschiedene Schuhe, verschiedene Absatzhöhen, sodass der Fuß immer wieder Impulse bekommt, dass er sich anstrengen muss, ja. Aber auch nie zu lange, nie zu lange. Ich, wenn zum Beispiel auf eine Messe gehe und trage dann 2 Tage hintereinander, wo ich absetze, dann habe ich einfach dann in den nächsten Tagen, dann gehe ich lieber flach, weil ich denke, nein, das spüre ich ja dann. Ich lerne, ist ja wichtig, mal hinzuspüren, was ist denn gut für mich, ja. Wie fühlen sich meine Füße, die auch zu massieren? Das habe ich ja gezeigt, ein Workshop. Ja. Einfach was Gutes für sich zu tun, die Basis in den Füßen für den gesamten Körper zu schaffen. Ja. Darum Birkenstock gut, aber nicht immer. Das fand ich nämlich so klasse, mit dem, was du gesagt hast, weil das ist ja auch so ein Fakt, die Leute oder die Frauen, die eben gar keine hohen Schuhe tragen, die sind ja dann immer in flachen, nicht unbedingt Birkenstock, aber halt einfach immer flach. Fand ich auch gut, was du gesagt hast, oder für mich hat es einen Sinn gemacht, dass sie eben faul werden. So ein bisschen mit unserer Brille. Ich brauche ja auch immer Brille, wenn ich Zahlen oder sowas lesen muss. Und ich merke schon, dass meine Augen faul werden. Und das Gleiche macht natürlich auch Sinn mit den Füßen, dass die einfach dann die Muskulatur nicht gefordert wird, wenn man immer die gleiche Absatzhöhe trägt. Super, ganz klasse. Ja, liebe Edeltraut, möchtest du uns gerne zum Abschluss noch etwas mitgeben, was wir lernen dürfen oder über was wir nachdenken sollten? Ja, einfach, also mir ist halt wichtig, mach das, was dich im Körper wirklich zu Hause fühlen lässt. Kümmere dich um deinen Körper, kümmere dich um deine Füße. Dein Körper ist das Einzige, was du hast, und es geht einfach darum, wirklich auf ihn aufzupassen. Ja, das ist mir, also Gesundheit ist mir eines der allerwichtigsten Themen, und das natürlich auch, und dann natürlich Frauen, lebt eure Weiblichkeit, zeigt eure Weiblichkeit so, wie du möchtest. Ja, erforsche, was für dich gut ist, und tu dir immer was Gutes und investier wirklich in deine Weiblichkeit. Investier in dich, dass du dich wirklich im Körper zu Hause fühlst. Das ist mein Herzenswunsch. Ja, das freut mich, weil das sind beide unsere Themen, die uns einfach wirklich sehen. Und Weiblichkeit heißt nicht, dass wir immer in Kleid und High Heels unterwegs sein müssen. Kann auch ganz relaxed mit Jeans sein, aber man kann sich trotzdem weiblich kleiden. Also da gibt es so viele Tricks. Und das einmal gelernt zu haben, dann ist alles andere einfach. Ich danke dir. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Edeltraut. Ich hoffe, wir sehen uns in diesem Jahr irgendwann nochmal in München. Wenn ich das nächste Mal wieder unterwegs bin, dann müssen wir uns definitiv treffen. Vielleicht kommen wir auch wirklich mal zu einem Workshop wieder zusammen und können das Ganze umsetzen, was sich bis oder seitdem verändert hat, seit ich das letzte Mal bei dir war. Sehr gerne, liebe Elisabeth. Einen wunderschönen Nachmittag, und wir hören uns. Ciao. Ciao.